Herzlich willkommen bei den Leipziger Stadtimkern. Leipziger Stadtimker. So sieht's aus. Nach 9 Monaten seht ihr uns endlich mal wieder vor der Kamera. Lange hat's gedauert. Ein großes privates Projekt hat die Zeit im letzten Jahr bei uns verschlungen, sodass wir auch an den Bienen relativ wenig gemacht haben und soweit auch keine Videos zustande gekommen sind. Richtig. Heute geht's los. Die erste Frühjahrsdurchsicht bei den beiden verbleibenden Ungervölkern. Wir haben auch nur 2 Völker verloren. Wir hatten 9, haben jetzt noch 7. 2 Ungervölker weniger. Die bauen wir aber wieder auf, vermutlich. Und genau, da schauen wir heute mal rein. Wir wissen nicht, wie es überhaupt aussieht seit der Oxalsäurebehandlung. Doch einmal haben wir oben den Deckel abgenommen und haben Futter aufgelegt, weil die uns ein bisschen leicht erschien. Und genau, mal sehen, wie es aussieht. Wir sind gespannt, haben uns vorher nochmal informiert, wie wir die Ungervölker sortieren müssen. Hoffentlich passt das so, wenn nicht, macht uns richtig zur Sau. Wir können das ab. Hinter uns sieht man schon die geretteten Obstbäume aus unserem Kleingarten. Die Aprikose seht ihr nicht. Können wir euch dann noch zeigen. Genau, die blüht. Pfirsich, Nektarine geht jetzt demnächst los. Das heißt, wir sind schon wieder viel zu spät dran, machen uns auf. Aber wir haben festgestellt, morgen vor 2 Jahren haben wir mit der UNGER-Methode begonnen, nämlich am 24.03.2017 war unser erstes Treffen mit Dirk gewesen. Da waren die Völker schwach, mal sehen, wie es heute aussieht. Wir ziehen uns an, schmeißen uns in Schale und dann sehen wir uns hinten. Bis gleich. Jetzt sind wir am ersten Ungervolk und schauen mal nach, wie das so aussieht. Die Kaltbauvölker haben wir alle schon durchgesehen. Hier ist noch so ein Zwischenrähmchen, so ein Zwischenrahmen drauf, weil wir Futterteig aufgelegt hatten, weil die dann doch ein bisschen leicht waren. Und man siehe da, die Bienen haben das genutzt, um nach oben direkt wieder weiterzubauen. Das machen wir dann direkt weg. Den brauchen wir auch nicht mehr. Wollen wir den Raucher mal noch kurz anschmeißen. Der Smoker raucht. Wollen wir das hier mal ein bisschen wegmachen. Das reiche ich dann direkt weiter. Nach dem Stress im vergangenen Jahr ist das wieder eine gelungene Abwechslung, hier mal in Ruhe an die Völker zu gehen. Schmeißen wir die Folie nochmal drauf, dann fangen wir unten an. Oben sind sie ganz schön schwer. Steht in der Leere dahin. Machen wir so. Und schauen wir mal hier rein. Also die sind natürlich schon mächtig stark. Wir haben vorhin noch festgestellt, morgen vor 2 Jahren haben wir mit der UNGER-Methode begonnen. Und da waren die Völker noch wesentlich kleiner. Die Thronrahmen werden hier noch drin sein. Sollte zumindest so sein. Die werden wir dann nur ausschneiden. Futter ist hier unten quasi gar nichts. Sowas auch? Ne. Ich glaube, oben ist da noch mehr. Oben war noch schwerer. Hier hinten ist jetzt quasi nichts an Futter, nicht viel. Das wird ja alles oben sein. Hier ist noch eine leere Helle. Die Kamera war ganz kurz ausgestiegen. Ich habe jetzt oben angefangen. Unten war quasi fast alles alt und leer. Hinten habe ich jetzt zwei ganz volle Futterwaben und eine, die ist aufgerissen, da ist vielleicht noch die Hälfte drin. Und hier geht es jetzt los mit Brut. Hier vorne ist eine leere Helle. Der Drohnenrahmen, den habe ich rausgenommen. Den müssen wir erst noch ausschneiden, damit die Damen was zu bauen haben. So sieht er aus. Die schüttel ich hier direkt mal noch ab. Und dann schneiden wir den direkt aus. Nimmst du den unten? Ist auf, aber das klappt dann. So, Drohnenrahmen kommt hier rein. Dann kommt die Brut. Mal schauen, wie viel das ist. Hier haben wir Pollen, aber schon älter. Hier ist auch schon Pollen, älter. Gucken wir mal, was hier noch kommt. Brut. Eine alte Wabe, die müssen wir dann im Laufe des Jahres aussortieren. Brut kommt immer vorne da. Aber welche? Die nicht zu ist. Aber hier kommt nichts weiter. Die sind alle zu. Das ist jetzt die zweite Brutwabe. Das ist die dritte. Das lassen wir auch so zusammen, wie es ist. Das ist der alte Drohnenrahmen. Ich gucke nur nach der Königin. Die hatte ich nämlich bisher noch nicht. Das ist die vorderste Wabe mit Pollen und Brut. Die hänge ich dann hier hinten dran und nehme hier vielleicht doch noch eine Futterwabe noch mal raus. Ich denke mal, zwei volle reichen. Und das die ganz volle? So, da haben wir hier zweimal Futter, einmal Pollen und Futter, 3 Brut, ein Drohnenrahmen und eine frische ausgebaute Wabe. Jetzt füllen wir unten mit frischen auf. Können Sie direkt stiften. Und dann sind wir hier in dem Raum durch. Die Abläufe müssen sich noch ein bisschen einspielen. Jetzt schmeißen wir hier die zweite Zarge drauf. Jedenfalls sind die entspannt. Ich glaube, die wissen hier, der Frühling steht in den Startlöchern. Ist eigentlich schon da. So. Schauen wir drunter, keine Königin. So. Vorne S und hinten O. Jetzt muss ich überlegen. Weil das ist alles alt. Ich werde den hier oben auch noch sowas drin lassen. 2 Stück. Das dürfte ausreichen. Vor dem Hintergrund, dass es nächste Woche nochmal kalt werden soll. Die bleibt drin. Aber die vielleicht vorn als erste. Übers Brutnest mit dem Pollen. Genau, nächste Woche soll es nochmal kälter werden. Und dann soll jetzt nur einen Ton machen? Nee, müssen wir noch ausschneiden. Und dann soll es sich wohl einpegeln. Bei 20 Grad. Ach, das ist der Anfang. Wenn wir mal nach der Königin schauen. Ich sehe sie nicht. Ne. Aber die ersten Drohnen sind halt ja schon angelegt. Die ersten Drohnen gibt es ja schon im Kaltwasser. Genau. Die haben es scheinbar eilig hier dieses Jahr. So, den schneiden wir wieder aus. Und ich fülle jetzt hier mit frischen ausgeschleuderten Waben auf. Da haben die dann hier genügend Platz zum Brüten. Damit hier noch ein bisschen was vorwärts geht, bis die große Tracht kommt. Jetzt werde ich die restlichen Bienen hier reinkehren. Und da haben wir hier die Wabenhygiene dann direkt mit durchgeführt, diese alten Teile hier. Kommen direkt weg. Bis gleich. Ist auf jeden Fall extrem viel Futter in allen Völkern drin. Diesmal haben wir uns nicht die Arbeit gemacht, das selbst anzurühren. sondern haben das Fertige gekauft. Einfach weil wir die Zeit nicht hatten, uns hinzustellen und diesen Zucker da anzurühren und aufzulösen. Aber scheinbar bleibt das doch besser in den Völkern. Wir haben zwar jetzt hier einiges an Pollen mit rausgenommen, aber hier blüht so viel in der Umgebung. Die hatten jetzt nicht so viele Flugtage und haben so viel Pollen eingelagert. Ich habe die Königin gefunden. Hier spaziert sie rum. Hat man nicht gesehen, weil das außerhalb vom Fall. Oben. Schauen wir mal, dass wir die hier reinbekommen. Haben wir einen Clip. Jetzt müssen wir die mal wieder rein trommeln. Die sind aber hier entspannter, ne? So, jetzt kommt der Drohnenrahmen hier wieder rein. Da haben die was zum Bauen, haben was zu tun. Jetzt jagt man die mal alle noch ein Stück runter. Dann kommt hier die Folie drauf und fertig ist der Lack. Gucken wir mal, wie die sich entwickeln. Die nächsten 2 Wochen. Und dann dürfte ja die Obstbaumblüte hier im Gange sein. Zumindest Pfirsich definitiv. Es wird nächste Woche wohl losgehen, nächstes Wochenende. Nektarine. Und dann kommen ja demnächst schon die Kirschen. Dann sind wir gespannt, was es hier alles so für Honig gibt, wie der schmeckt. Neuer Standort, neue Sorten. Genau. Bis zum nächsten Volk. Erstmal auseinanderkippen, wir können schon bequatschen. So, werden wir mal reinschauen. Löst sich ordentlich? Nee. In der Mitte hängt eben dran, du musst ja mal vor links kippen am besten. Ja. Ich muss nochmal sagen. Oben sind sie schwer. Wir bauen überall schön drüber. Hinten, die Waben werden von dem Volk überhaupt nicht besetzt. Sind dann sozusagen leer. Aber Futterwaben, solche bleiben dann natürlich drin. Auch wenn sie erstmal nur einseitig Futter hat. Das ist auch nur so ein bisschen, mal gucken, ob die noch ein bisschen mehr haben. Und dann werden wir erstmal das ganze Wachs hier wegmachen, weil so kann man ja nicht arbeiten. Die kommt raus, die ist alt. Die kommt auch raus. Dann werden wir die 2 Futterwaben doch hinten belassen als Futterwaben. Wachs ab, auf den anderen habe ich wieder vorne hingelegt in die Kiste. So, die bleibt zum Beispiel auch mit drin. Aber mal gucken, was noch so kommt. Eine dunkle Wabe mit Pollen. Willst du das schon rausnehmen? Das ist ganz schön viel drin. Ne? Dann lassen wir die mit Pollen noch drin und rutschen sie aber nach hinten, damit sie die dann sozusagen nach und nach leer machen und wir die dann aus dem Volk entfernen können. Und als nächstes kommt schon die erste verdeckerte Brut. Gut, auf der Seite nicht, aber hier schon ein bisschen mehr. Dann scheint ihr ganzes Brutnest nur vorne zu haben. Ich kann mal gucken, was oben da noch ist. Ja. Und schiebst die Kohle, machst dahinter leere, neue rein. Siehst du hier unten, die hat zum Beispiel so Palmenpollen? Mhm. Ja, die tragen auch schon überall wahrscheinlich diesen Weidennektar ein. Also sieht im Endeffekt so aus wie damals, wo Dirk mit bei uns war, wo man sich fragt, was tragen die denn jetzt schon ein, dass das dann auch aus diesen Waben raustropft. Also sind auch nicht allzu viel größer wie damals. Hier ist die Königin auf der Wabe. Die läuft hier rum. Und das war es auch schon an Brutwaben, also haben die drei, das war glaube ich auch noch eine. Das war Pollen. Dann haben sie nur 3 Brutwaben, also nichts. Das ist der Thronrahmen. Den gebe ich Dominik mal mit. Und dann gucken wir, was wir jetzt hier für Letzt noch haben. Vermutlich Futter und Pollen. Das ist eine leere. Schauen wir, ob wir noch irgendwo Futter vorfinden. Ja, ich hänge den vorne nochmal eine Futterwabe mit rein. Die hat nur auf der Seite Futter, hier ist sie leer. Dann kommt als nächstes der Baurahmen, wenn er ausgeschnitten ist. Aber ihr seht vielleicht hier auch, wie das hier aus dieser Wabe rausgekleckert hat und wie es die Bienen dann gleich wieder einsammeln wollen. Genau. So. Jetzt kommst du hier vor. Das sind wie gesagt die 3 Brutwaben hier aus dem unteren Raum. Bauen halt sehr gerne solche Zwischendinger ein. Die lasse ich trotzdem hinten, weil die ja alt ist und raus soll. Jetzt nehmen wir dann die hier als nächste Wabe. Dann kann die Königin auch hier weiter stiften. Dann kommt die als nächste. Da, der Land ist nicht verwaschen. Ja. platsch kam der Nektar raus und schön auf die Hose. So, hier Bauraum leer, ja. Lasst euch durch den Ast nicht stören, aber der Baum steht nebendran. Und wie gesagt, vielleicht haben es einige auf Facebook oder, nee, auf Instagram war es noch nicht, auf Facebook verfolgt, dass wir jetzt nur noch 2 Ungervölker haben. Wie sieht es hier oben aus? Ist ja nur schwer. Hm. Ja, dann machst du 2 volle hinten dann noch rein und hast du das mit 9 voll. So was? Wenn vorne keine Brut mehr ist, weil die hatten ja vorne das Brut nicht. Guck mal. Ja, sowas hänge ich jetzt noch mit runter. Hast du die schnell aufgefüllt, oder? Weil dann kommen die alten Waben dann wirklich auch dieses Jahr mal so nach und nach raus. So, alles vermitteln hier. Dann werden die Bienchen jetzt erstmal schnell weggescheucht. So, jetzt ist das Moker wieder aktiv. Jetzt müssen die Bienen noch schnell weg, damit wir hier den Überbau wegmachen können. So, jetzt können wir die 2 Zarge draufstellen. Und hier hatten wir ja schon geschaut gehabt. Vorne kommt noch Brut. Zeige ich euch noch ganz schnell. So, hier ist dann noch die Brut, was ich gerade angesprochen hatte. Die bleibt aber dann jetzt hier oben. Dann haben wir noch einmal Bauraum. Ihr seht, die ersten sind schon wieder angefangen. Möchtest du es nehmen, ja? So, und die letzte Wabe. Hier ist dann auch schon wieder Nektar und Pollen. Seht ihr ja hier. Klatsche gelb. So. Dann machen wir hier gleich das Wachswerk, was hier am Rand zu viel ist. Ja, und vielleicht als kleiner Hinweis oder kleine Info aus dem letzten Jahr. Da sind wir ja nur bis zur zweiten großen Durchsicht gekommen, weil wir dann privat zu viel zu tun hatten. Wir hatten sehr wenig Zeit, um uns um die Völker zu kümmern, das muss man ehrlicherweise zugeben. Waren aber trotzdem so wenig in Schwarmstimmung oder gar nicht. Hatten auch aufgrund des extremst heißen Sommers so gut wie keinen Nektar eingetragen. Also uns reichte dann ein Honigraum sozusagen aus. Und wir hoffen und schauen, dass das dieses Jahr ein bisschen mehr regnet. Bauraum Nummer 2. Und dann schauen wir mal, so viele Linden haben wir jetzt in unserem neuen Stand noch nicht entdeckt. Was sommertrachtmäßig dann hier so los ist. So, die waren jetzt ganz mit und kommen die weiter nach hinten. Ja, ja, geht nur darum, wo jetzt schon mehr Nektar drin ist oder nicht. Die bleiben auf alle Fälle. Dann kommt die noch hier hinter. Dann kommt die hier hinten dran. jetzt brauche ich Leere. Gesundheit. So, jetzt füllen wir den Rest mit diesen Leeren auf. Dann kann die Königin hoch und die Arbeiterinnen hier im Volk, die so nichts zu tun haben, haben jetzt zwei Baurahmen zum Ausbauen. Auch unsere Kaltbauvölker, die mit hier am Stand jetzt stehen, haben bereits ihre Thronrahmen. So, wir tauschen nochmal schnell. Dann das voll. Wir nehmen jetzt hier hinten noch schnell die mit dem vielen Pollen. Die muss ich allerdings dann nochmal sauber machen. Ich bin ins Schwitzen gekommen, Steve offenbar nicht. Es war anstrengend, hat sich eine ganze Weile gezogen. Wir haben zwischendurch eine Pause gemacht und erstmal Mittag gegessen. Die Routine muss ich erstmal wieder einschleichen. Hinter uns seht ihr die versprochene Aprikose, die einige Blüten hat. Also es geht jetzt wirklich los, Schlag auf Schlag. Zu den Ungervölkern. Die sind wesentlich stärker als vor 2 Jahren, wo wir mit Dirk durchgeschaut haben. Aber haben auch wieder nicht viel Brot. Die meisten hatten ja 2 bis 3 Waben. Ja, 3 bis 4 Brutwaben. Wir haben die jetzt entsprechend sortiert, sind bestimmt spät dran. Wir hätten das vielleicht eher machen sollen, damit die quasi ihre Brutwaben unten haben, oben leer und dann direkt nach oben explodieren können. Ja, wir schauen, wie es aussieht. Du hast eine Fliege an der Brust. Wir sind ja dieses Jahr nicht unbedingt auf Honigertrag aus, weil hier noch entsprechendes zu veranlassen ist. Es gibt hier noch einiges zu tun, deshalb sind wir nicht böse, wenn wir hier ernten, sondern wenn das alles so ein bisschen ruhiger abläuft. Nicht böse, wenn wir nicht ernten. Ja, also wir wollen nicht ernten, nicht viel. Auch die Videoroutine muss erstmal wieder einkehren. Was gibt's noch zu sagen? Als Info vielleicht hierzu noch, jetzt haben wir den direkten Vergleich, weil wir jetzt nicht mehr unterschiedliche Standorte haben zwischen Kalt- und Warmbau. Die stehen jetzt alle gesammelt hier an einem Ort. Somit werden wir, denke ich, auch zukünftig öfter mal wieder in die Kaltbauvölker zusammen reinschauen. Genau, wir versuchen dran zu bleiben. 1 oder 2 von diesen Kaltbauvölkern waren stärker als die Ungervölker. Mhm. Was wir so auch noch nicht hatten, dass Kaltbauvölker so extremst viel Masse schon besessen haben, dass die schon so stark sind jetzt. Ja, vielleicht noch einen kleinen Fahrplan. Wir versuchen euch so gut wie möglich mitzunehmen zu fast jedem Schritt, den wir zumindest an den Ungervölkern unternehmen, dass ihr dabei seid. Und wenn wir wieder Ableger bilden auf die Unger-Methode, denke ich, werden wir das auch mitnehmen, dass wir quasi eine Jungvolkbildung bzw. von den ersten Ablegerwaben in der Unger-Methode zum Wirtschaftsvolk euch mal mitnehmen. Genau, damit ihr dann Step by Step mit dabei sein könnt. Ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, was ihr sehen wollt, schreibt das einfach unten in die Kommentare. Wir versuchen das dann umzusetzen. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr. Und ja, vielleicht. Ja, hier ist noch so viel zu tun. Wir wollen uns ja nicht übernehmen, ein bisschen müssen wir auch nebenbei noch arbeiten. Wir hoffen, dass dieses Jahr auch Dirk nochmal Zeit findet. Er hat uns eine WhatsApp geschrieben, dass er probiert, dieses Jahr hier nochmal vorbeizuschauen. Also seid gespannt, ob es dieses Jahr ein Video mit Dirk zusammen gibt. Wir würden uns freuen. Genau, der Grill läuft, wir essen jetzt Abendbrot. Heißt für euch ciao ciao, bye bye und arrivederci. Wir sehen uns im nächsten Video. Daumen nach oben. Wir sind jetzt bei Instagram. Drückt da irgendwo drückt da irgendwo, ich kenne mich da noch nicht aus, liked uns, folgt uns, drückt irgendwas. Und dann bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Zoom.